Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe glücklich Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Heute am Mittwoch sprechen wir über Themen, die mit Spiritualität zu tun haben und ja, mit denen wir uns wahrscheinlich alle irgendwie mehr oder weniger auseinandersetzen. Diskrepanz in Umfeld und Familie wegen deiner Entwicklung. Was kannst du tun? Kennst du das Problem? Du interessierst dich für Spiritualität, boykottierst Nachrichten, gönnst dir spirituelle Werkzeuge oder schönen spirituellen Schmuck, beteiligst dich nicht mehr am gesellschaftlichen Gejammer und vieles mehr. Und anstatt dass dein Umfeld, also deine Familie, deine Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, sich für dich freuen und dich unterstützen, ist dein Umfeld irritiert und reagiert in etwa so. Was ist denn mit dir los? Wie kann man nur an so einen Schwachsinn glauben? Sind doch alles Scharlatane. Nimmst du Drogen? Gehörst du einer Sekte an? Ja, man muss doch wissen, was in der Welt passiert. Du kannst doch nicht alles positiv sehen. Das ist doch ungesund. Da machst du dir was vor. Du darfst die Augen nicht vor der Wahrheit verschließen. Hältst du dich jetzt für etwas Besseres? Sind wir dir nicht mehr gut genug? Mir ist das in der Tat passiert. All diese Sätze und noch einige mehr flogen mir um die Ohren, als ich mich offiziell der Spiritualität zugewandt habe. Das ging sogar so weit, dass man mir damals mein Kind wegnehmen wollte. Mit der Begründung, die Tochter einer Kartenlegerin zu sein, ist verstörend fürs Kind. Puh! Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen und auch mein Kind ist und war nie verstört. Aber ich war unsagbar alleine, ängstlich und oft auch verdammt traurig und hilflos. Heute sage ich, nimm solche Äußerungen nicht persönlich und versuch auch niemanden zu bekehren, der nicht aktiv und interessiert auf dich zukommt. Dein Umfeld fühlt sich durch deine Veränderung abgelehnt. Das ist unglaublich spannend. Dein Umfeld fühlt sich durch deine Veränderung abgelehnt, weil du dich ausgrenzt, weil du nicht mehr den alten Pfad, den ausgelatschten, ausgetretenen Pfad weiter mit ihnen gehst. Die Menschen können dir nicht mehr folgen und hätten am liebsten, du würdest so bleiben, wie du gewesen bist. Angepasst, hilfsbereit. Sie wollen mit dir lästern und dich voll jammern. Also dir deine wertvolle Zeit stehlen mit belanglosen Dingen, die definitiv nicht glücklich machen. Und das nimmst du ihnen jetzt weg. Bäm. Damit haben die sich identifiziert. Und du nimmst ihnen das weg. Kein Wunder, dass du angefeindet wirst. Lass dir also auf gar keinen Fall ein schlechtes Gewissen einreden und lass dich vor allen Dingen auch nicht verunsichern. Nimm es einfach hin, finde mit deinem alten Völkchen eine Gemeinsamkeit, so gut es geht, reduziere zur Not den Kontakt und such dir lieber Gleichgesinnte, die zu dir passen. Das ist heutzutage gar nicht mehr so schwer. Ja, und wenn du diese Probleme kennst, dann wird dir Sandrana bestimmt aus deinem Herzen sprechen. Denn Sandrana hat mir eine Sprachnachricht für diesen Podcast geschickt und den möchte ich dir jetzt hier gerne vorspielen. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht das so, dass in den letzten Jahren, möchte ich sagen, habe ich mich zunehmend für Spiritualität und für Astrologie und Wunscherfüllung und all das zunehmend interessiert. Und es interessiert mich weiter. Und es ist aber so, dass in meinem Umfeld, sei es auch, naja gut, in meiner Herkunftsfamilie oder auch bei Freunden und Bekannten, das nicht immer so auf Verständnis stößt. Weiß ich nicht. Die sind da manchmal richtig irritiert. Ja, zum Beispiel als Beispiel, wenn jetzt Tante Jacqueline und Onkel Ernst zu Besuch kommen und ich habe von Linda diese schönen Pyramiden mit geometrischen Zeichen bei mir stehen, auf dem Schreibtisch oder auf der Anrichte, dann sind die erstmal, denken die, was ist das denn? Und da sind sie erstmal irritiert und meinen letztlich, was ist das denn für ein Spückenkram und überfordert auch damit. Das ist für mich dann auch nicht so einfach,
mit denen jetzt da eine heiße Diskussion anzufangen und zu erzählen, was es auf sich hat und wie wichtig und wie schön das eben auch ist, sich mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Ich war da auch eine Zeit lang dann, also wisst ihr, wirklich auch ein bisschen fast traurig, ne? Und fühlte mich dann auch alleine, weil ich nicht so richtig mit jemandem darüber sprechen konnte, mich austauschen konnte von den neuesten, sage ich mal, Sachen in dem Bereich, auch so was mitbekommen habe. Also ich habe mich dann auf die Suche gemacht und bin da auf Linda Wiese gestoßen. Und ich finde sehr wohl, das hat richtig Spaß gemacht, regelmäßig, sage ich mal, die Kommentare von Linda zu hören und was sie Neues über das Universum und Astrologie und so weiter alles herausgefunden hat. Also jetzt gibt's eben auch dieses Home und das macht viel Freude, weil das ist so wie, ja, wisst ihr, wie so eine neue eigene Familie, die man sich gesucht hat. Die alte bleibt ja bestehen, das ist gar kein Problem. Aber man hat jetzt hier, trifft man direkt auch auf Menschen, die direkt dich verstehen, die ähnliche Interessen haben, ähnliches Hobby haben und trotzdem ganz normale Menschen sind. So wie du und ich, so wie wir alle. Und das macht es so schön. Das macht es einfach so, wie so ein bisschen nach Hause kommen und unterstützt werden. Ja, vielen Dank und bis bald. Sandrana hat recht. Das Home ist wie eine wundervolle neue Familie. Ich habe so lange, wirklich jahrelang nach Menschen gesucht, die so sind wie meine wundervolle Community. Jetzt sind sie da. Ja, und du? Du bist herzlich eingeladen. Alles Wichtige dazu habe ich dir in die Shownotes gepackt. Ja, und wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst. Dann hören wir uns jeden Sonntag mit den spirituellen kosmischen News und jeden Mittwoch mit Themen, die uns interessieren und weiterbringen. Von Herzen das Allerschönste für dich. Deine Linda.